Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind mit einer großen Feier im Maracanã-Stadion offiziell eröffnet worden. Zum Abschluss der vierstündigen bunten Show vor 80.000 Zuschauern wurde das olympische Feuer entzündet. In den kommenden zwei Wochen kämpfen Athleten aus mehr als 200 Ländern um die Medaillen. Es sind die ersten Olympischen Spiele in Südamerika. Schon am frühen Morgen strömen überall an den Sportstätten Fans zu den Wettbewerben unter den strengen Augen der Sicherheitskräfte. Das Olympiafieber ist ausgebrochen. Rio hat alles bestens vorbereitet. Es wird fantastisch vom ersten bis zum letzten Tag. Es ist wunderschön. Brasilien hat sein Bestes gegeben. Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier, die Entzündung der olympischen Flamme. Die Party letzte Nacht berauschend, ein vierstündiges Spektakel, farbenfroh und fulminant. Rio will zeigen, dass sie trotz der Krise in Brasilien Olympia ausrichten können. Und der IOC-Präsident geht darauf ein. Our admiration for you. Unsere Bewunderung für euch Brasilianer ist riesig, weil ihr es geschafft habt in schwierigsten Zeiten der brasilianischen Geschichte. Wir haben immer an euch geglaubt. Nur 20 Millionen Dollar soll die Party gekostet haben, ansonsten wurde improvisiert. Darin ist Brasilien Weltspitze. Großer Applaus beim Einzug der nationalen Mannschaften, Deutschlands Fahnenträger, der Tischtennisprofi Timo Boll. Den größten Beifall gab es für das erstmals nominierte Flüchtlingsteam. Aber ohne Misstöne ging es dann doch nicht. Als Brasiliens umstrittener Interimspräsident Temer die Spiele eröffnet, gehen seine Worte im Pfeifkonzert unter. Trotzdem, weltweit gab es viel Anerkennung für die Eröffnungsfeier. Brasilien ziemlich stolz. Das olympische Feuer brennt. Die Eröffnungsshow war eine große Party mit deutlich weniger Protz als bei den letzten Spielen und kostengünstiger. Dafür mit mehr Leidenschaft, Herz und Wärme. Die Sportler kämpfen jetzt um Medaillen und Brasilien fiebert mit. Kritische Zwischentöne aus der Bevölkerung gibt es kaum noch. Die Proteste sind vorläufig abgeflaut. Auch am Tag nach der Eröffnung werden die Spiele weiter vom Thema Doping überschattet. Dabei steht nun Gastgeberland Brasilien im Fokus. Das Sportministerium bestätigte einen Medienbericht, wonach die brasilianischen Teilnehmer vor den Spielen gut drei Wochen lang nicht auf Doping getestet wurden. Inzwischen sind in Rio auch die ersten Medaillen vergeben worden. Das erste Gold holte eine Luftgewehrschützin aus den USA. Die deutsche Barbara Engleder wurde Vierte. Die Enttäuschung konnte sie nur schwer verbergen, der Applaus wenig aufmuntern. Barbara Engleder hat eine Medaille um 0,3 Punkte, also nicht mal um einen Millimeter verpasst. Die US-Amerikanerin Virginia Thrasher gewann die Goldmedaille im Luftgewehrschießen, ist damit erste Olympiasiegerin in Rio. Beim Rudern hat der Doppelvierer der Frauen souverän das Finale erreicht. Die Crew um Schlagfrau Lisa Schmidtler kämpft am Mittwoch um Gold. Marcel Hacker und Stefan Krüger haben sich mit dem Doppelzweier für das Halbfinale qualifiziert. Dafür reicht Rang 3 im Vorlauf. Die Vorläufe heute waren von widrigen Windbedingungen geprägt. Nicht alle Starter kamen ins Ziel. Der Schwimmer Jakob Heidmann wurde in seinem Vorlauf über 400 Meter Lagen disqualifiziert. Platz 5 in deutscher Rekordzeit hätten für den Einzug ins Finale gereicht. Ein Fehler bei der Wende von Brust auf Freistil ließen den Finaltraum aber platzen. Aufregung um das brasilianische Team. Im Vorfeld der Spiele gab es drei Wochen keine Dopingtests. Dies offenbar vom Sportministerium in Brasilien bewilligt. Dass nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ländern staatliche Einflussnahme auf die Dopingbekämpfung ausgeübt wird, überrascht mich nicht. Dass aber ausgerechnet der Olympia-Gastgeber das Dopingkontrollsystem unterläuft, das fügt natürlich der Glaubwürdigkeit brasilianischer Leistungen hier in Rio Schaden zu. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro haben begonnen. Die Dopingdiskussionen sind aber noch nicht beendet. Saudi-Arabien hat einem Medienbericht zufolge Hilfe bei den Ermittlungen nach den Terroranschlägen von Würzburg und Ansbach zugesagt. Der Spiegel zitiert einen ranghohen saudischen Regierungsmitarbeiter. Man wolle Deutschland bei der Suche nach möglichen Hintermännern unterstützen. Es gebe bereits Kontakt mit deutschen Stellen. Gestern war bekannt geworden, dass beide Attentäter vor den Anschlägen über Handy Anweisungen erhalten hatten, mutmaßlich aus Saudi-Arabien.
Vor einer Wache im belgischen Charleroi hat ein Mann zwei Polizistinnen mit einer Machete angegriffen. Eine wurde schwer im Gesicht verletzt. Der Täter habe dabei auf Arabisch "Gott ist groß" gerufen, teilte die Polizei mit. Er sei niedergeschossen worden und später seinen Verletzungen erlegen. Bisher gibt es keine Angaben über Identität oder Motiv des Täters. Österreich bleibt in der Flüchtlingsfrage hart. Nachdem das Land den Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei gefordert hat, sieht der österreichische Außenminister Kurz auch den Flüchtlingspakt vor dem Aus. Kurz plädierte im Fokus dafür, Flüchtlinge ohne gültige Papiere auf Inseln an der EU-Außengrenze festzuhalten und dann in Zentren sicherer Drittstaaten zurückzuschicken. Es sind nicht nur Bilder wie diese, die bei manchen Politikern Zweifel aufkommen lassen, ob das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei langfristig funktionieren kann. Fast täglich erreichen wieder an die 100 Menschen die serbische Hauptstadt Belgrad. Die meisten kommen über die Ostbalkanroute per Landweg aus der Türkei über Bulgarien nach Serbien. Der österreichische Außenminister spricht auch deshalb inzwischen offen von der Möglichkeit eines Scheiterns des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes. Jetzt droht das ganze Kartenhaus der falschen Flüchtlingspolitik in sich zusammenzubrechen, weil wenn wir die Beitrittsverhandlungen beenden, dann ist natürlich die logische Konsequenz auch, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei nicht mehr halten wird. Ein Grund für die kritischen Töne der SPÖ-ÖVP-Regierung Richtung Ankara ist wohl auch die bevorstehende Wiederholung der österreichischen Bundespräsidentenwahl. Die Forderung von Bundeskanzler Kern nach einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei macht sich gut im Wahlkampf. Denn trotz massiven Rückgangs der Flüchtlingszahlen liegt die rechtspopulistische FPÖ in der Wählergunst vorne. FPÖ-Chef Strache zeigte sich erfreut, dass man offenbar beginne, ihn zu kopieren. Das Glück der Türkei ist ja bis dato jenes, dass sich Brüssel von der Türkei und auch von der Regierung Erdogan laufend auf der Nase herumtanzen lässt. Gegen jedes andere Land hätte man längst bei solchen dramatischen Fehlentwicklungen Sanktionen verhängt. Doch Fakt ist, weder EU-Kommissionspräsident Juncker noch die Regierung in Berlin wollen von ihrer bisherigen Linie abrücken. Noch hält das Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Türkei. Auch und vor allem deshalb, weil beide Seiten viel zu verlieren haben. Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Kauder, hat in einem Zeitungsinterview die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigt. Der Funke Mediengruppe sagte Kauder, man habe erfolgreich daran gearbeitet, dass sehr viel weniger Flüchtlinge kommen, nicht zuletzt durch das Abkommen mit der Türkei. Das Hauptaugenmerk liege jetzt auf der Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive. Darum geht es auch im Integrationsgesetz, das heute in Kraft tritt. Asylbewerber sollen künftig einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Zugleich beinhaltet das Gesetz auch Verschärfungen. Ein Job, wenn auch ein einfacher, den wünschen sich viele Flüchtlinge. Sie wollen in Deutschland arbeiten. Und das ist jetzt auch leichter möglich. Mit dem Integrationsgesetz fällt die Vorrangprüfung weg. Das heißt, Flüchtlinge müssen sich fast überall nicht mehr hinter deutschen oder europäischen Bewerbern einreihen. Ein Schritt in Richtung schnellere Integration. Das Integrationsgesetz ist in der Tat ein Meilenstein, eine große Zäsur. Es ist geprägt von einem Zweiklang von Fördern und von Fordern. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir keine Parallelgesellschaften in Deutschland dulden. Ein Kernpunkt des Gesetzes, 100.000 gemeinnützige Minijobs sollen Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranführen. Außerdem gibt es ab heute die Möglichkeit, Flüchtlingen einen Wohnsitz zuzuweisen. Damit soll massenhafter Zuzug in Großstädte verhindert werden. Die Pflicht, an Integrationskursen teilzunehmen, gilt erst ab dem nächsten Jahr. Dann drohen Verweigerern auch Leistungskürzungen. Die Opposition hat grundsätzliche Bedenken gegen das Gesetz. Man kann jetzt schon prophezeien, dass es kein Integrationsgesetz, sondern eine Mischung aus Misstrauen und Fehlgesetz, weil es die wirklich wichtigen Fragen gar nicht angeht. Und die wären? Ja, die wichtigen Fragen ist die Integration auf den Arbeitsmarkt. Da braucht man wirklich ein gutes arbeitsmarktpolitisches Programm. Noch schärfer ist die Kritik von Flüchtlingsorganisationen, das Gesetz grenze aus, statt zu integrieren. Ein Meilenstein ist das Integrationsgesetz zumindest deshalb, weil es zum ersten Mal überhaupt eines gibt. Es wurde unter großem Zeitdruck geschrieben und verabschiedet. Für eine schnellere Integration fehlt es aus Sicht von Kritikern aber an ganz praktischen Voraussetzungen. Genügend Sprachkursen, genügend Integrationskursen und die Ausländerbehörden müssten Arbeitserlaubnisse zügiger erteilen.
Bei den Kommunalwahlen in Südafrika hat der Afrikanische Nationalkongress das schlechteste Ergebnis in der jüngeren Parteigeschichte hinnehmen müssen. Zwar bleibt der ANC mit 54% weiter stärkste Kraft, musste aber insbesondere in den Großstädten Verluste hinnehmen. Der ANC, an dessen Spitze einst Nelson Mandela stand, trug maßgeblich zum Ende der Apartheid bei. Südafrika ist seit den ersten freien Wahlen 1994 eine Demokratie. Das 53 Millionen Einwohner zählende Land ist die stärkste Volkswirtschaft im südlichen Teil des Kontinents. Die Wirtschaft wuchs aber zuletzt kaum noch. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Staatspräsident Zuma, der zugleich ANC-Vorsitzender ist, steht wegen Korruptionsskandalen in der Kritik. Feierstimmung bei der Opposition in Südafrika. Vor allem die Parteidemokratische Allianz hat von den deutlichen Verlusten der Regierungspartei ANC profitiert. Diesmal sind es Kommunalwahlen, doch in 3 Jahren steht die nationale Parlamentswahl an. Und das Ergebnis heute gilt dafür als Stimmungstest. Ich denke, es ist ganz klar, die Menschen haben den Wandel gewählt, sagt der Vorsitzende der Demokratischen Allianz. Und für den Wandel stehen wir. Selbst die Hauptstadt Pretoria hat der ANC verloren. Vor allem in den großen Städten erlitt er Verluste, die schwersten seiner Geschichte. Einer der Gründe vermutlich, in den Armutsvierteln der Großstädte herrscht auch 22 Jahre nach dem Ende der Apartheid große Not. Oft gibt es keine Elektrizität oder Kanalisation. Nichts hat sich geändert, wo der ANC das Sagen hat, beklagt sich diese Frau, die zum ersten Mal nicht diese Partei gewählt hat. Alles, was wir von denen bekommen, sind T-Shirts in den Parteifarben. Auch er ist wohl Teil des Problems des ANC, der Präsident des Landes und der Partei, Jacob Zuma. Immer wieder steht er unter Korruptionsverdacht. Privatvilla und Swimmingpool etwa hat er auf Staatskosten sanieren lassen. Und seit Zuma die Partei des Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela führt, hat sich auch die wirtschaftliche Lage des Landes deutlich verschlechtert. Der Wohlstand in Südafrika sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt, sagt dieser Wahlforscher. Deshalb gibt es eine große Unzufriedenheit im Land. Für Zuma persönlich die wohl größte Enttäuschung und ein weiteres politisches Signal. Selbst seine Heimatstadt ging bei den Wahlen an die Opposition verloren. Eine Analyse zur Kommunalwahl in Südafrika finden Sie auf tagesschau.de. Mit Glockenschlägen und einer Schweigeminute ist in der japanischen Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vom 6. August 1945 gedacht worden. Heute vor 71 Jahren hatte das US-Militär die erste im Krieg eingesetzte Nuklearbombe über Hiroshima abgeworfen. 140.000 Menschen kamen durch die Bombe unmittelbar oder in den nachfolgenden Monaten ums Leben. Ein Lufthansa Airbus ist am Donnerstag offenbar fast mit einer Drohne zusammengestoßen. Der Pilot habe das ferngesteuerte Fluggerät beim Landeanflug auf München entdeckt, teilte die Polizei heute mit. Es sei nur etwa 10 Meter vom Flügel der Maschine entfernt gewesen. Bei einer Kollision hätte das Triebwerk schwer beschädigt werden können. Wer die Drohne steuerte, ist noch unklar. Bunt, laut, schrill und politisch. An der Parade des Christopher Street Days durch die Hamburger Innenstadt haben diesmal auch schwule und lesbische Flüchtlinge und erstmals Mitglieder des Vereins Türkische Gemeinde Hamburg und Umgebung teilgenommen. Das Motto der traditionellen Schwulen- und Lesbenparade lautet in diesem Jahr: Normal ist, wer Menschen achtet. Erwartet werden beim CSD bis morgen Abend mehr als 100.000 Zuschauer und Teilnehmer. Und jetzt die Lottozahlen: 6. 25, 26, 33, 45, 47, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 7. August. Der Nordwesten und die Küsten Deutschlands haben es morgen mit dem Tief über Großbritannien zu tun. Ansonsten bestimmt hoher Luftdruck das Wetter. In der Nacht halten sich ein paar Wolken im Norden und Osten sowie an den Alpen. Sonst klart es auf, stellenweise bildet sich Nebel. Morgen scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne. Richtung Küsten sowie im Nordwesten ist es zeitweise stark bewölkt. Gelegentlich regnet es leicht. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen ab auf 16 Grad auf Sylt und bis 7 Grad in den Mittelgebirgen. Am Tag 19 Grad an der Nordsee, 28 Grad am Oberrhein.
Am Montag im Westen und Norden mehr Wolken als Sonne, ab und an Schauer, im Süden ist es oft noch sonnig. Am Dienstag wechselhaftes Wetter, im Süden teilweise kräftige Gewitter. Am Mittwoch an den Alpen noch Regen, sonst vor allem im Westen und im Norden Schauer und einzelne Gewitter. Um 22.15 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Ausgerechnet der Gastgeber Brasilien stellt Dopingtests vor Olympia ein. Außerdem kontrollierter Flüchtlingsstrom, Reportage von der Balkanroute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.